Wunderbar, dann würde ich sagen, wir starten mit dem ersten Input. Das ist Edu Escape Experience, spielend leicht selbst machen ohne Coding. Und wir starten mit Svenja Geißler. Ja, hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir. Wir haben hier für den Creative Space einen kleinen Educational Escape Room zusammengestellt. Und ja, Moment, ich muss hier mein Preview anklicken. Das sollte gleich funktionieren. Sehen alle die Folien? Können alle die Folien sehen? Ja. Ja. Okay, super. Ja, dieser kleine Educational Escape Room, den wir im Creative Space zur Verfügung gestellt haben, ist als Seminarleistung entstanden und ich möchte ganz kurz einführen, wie es dazu gekommen ist. Die typischen Herausforderungen im Semester waren für mich Semester für Semester, Jahr für Jahr immer: Wie gestalte ich meine Lehrveranstaltung? Entscheide ich mich für Vertiefungsthemen in Form von Referaten, die häufig gar nicht so erheiternd sind? Nehme ich es in Kauf, dass man unter Umständen sich um Referatstermine diskutiert, weil häufig bei der Wahl der Termin wichtiger ist als das Thema an sich? Möchte ich, dass der Lernzuwachs meiner Studierenden auf das eigene Thema beschränkt bleibt, oder möchte ich, dass alle von allem ein bisschen was mitnehmen und ein Thema vertiefen? Möchte ich möglicherweise sogar frontal unterrichten oder eben auch Referate im Frontalformat in meinem Seminar haben? Und was mache ich, wenn eine Sitzung verpasst wird, wenn jemand also nicht kommen konnte? Und gelöst habe ich das Ganze, indem ich einfach Edu Escape Games als Seminarleistung beziehungsweise andere interaktive Produkte als Seminarleistung ausgelobt habe in Form von kleinen Themen. Das heißt, die sind später einfach für alle sichtbar. Und ich habe heute Frau Janina Zhang und Frau Anne Mack mitgebracht. Die haben letztes Semester bei mir studiert, haben diesen tollen Escape Room gemacht und können jetzt einfach mal aus ihrer Erfahrung sprechen. So, hallo zusammen. Genau, normalerweise läuft ein Seminar ja so ab, dass vorne langweilige Referate dann gehalten werden. Meistens gibt es verschiedene Themen und dann gibt es verschiedene Gruppen, die jeweils ein Thema bearbeiten, und dann gibt es vorne eine Präsentation. Da sitzt man dann 4, 5 Stunden lang nur da und hört eine Präsentation, und irgendwann ist man selbst dran und darf dann endlich präsentieren. Und bei uns, dadurch, dass wir dann ein Edu Escape Game als Projekt hatten, war es einfach ein neues Format und es war auch ziemlich spannend. Genau, das war ziemlich neu und wir hatten auch Spaß daran. Und das eigene Thema war zwar beschränkt, dennoch hatten wir sehr viel Freiraum, noch tiefer reinzuarbeiten. Genau. Und am Anfang vom Seminar hat jeder einen Abgabetermin bekommen. Und deshalb war das für uns auch das Ziel klar, bis wann wir das Projekt zu Ende bringen können. Und das ist eigentlich auch ähnlich gleich geblieben wie beim normalen Seminar. Und alle Themen, die werden auch nochmal vertieft behandelt. Normalerweise hat man in einem Seminar ein Thema und da recherchiert man das Thema und präsentiert es. Dadurch, dass wir ein Edu Escape Rooms gebaut haben, kann man auch einzelne Themen noch tiefer behandeln. Und das war auch ziemlich neu. Genau. Und Frontalunterricht ist es dann nicht mehr, sondern wir haben, jede Gruppe hat ein eigenes Tempo, abhängig davon, wie wir unser Projekt gestalten wollen, wie wir unser Game gestalten wollen. Das war auch ziemlich flexibel, je nachdem, ob wir Zeit haben, uns zu treffen oder nicht. Und wir können auch jederzeit online uns treffen. Das war auch sehr vom Vorteil, dass wir nicht jedes Mal zum Seminar hingehen müssen und einmal die Woche immer vor Ort sein müssen, sondern wir sind ziemlich flexibel. Manchmal hatten wir 2 Wochen zwischendurch Zeit gehabt. Das kann man jeder für sich dann in der Gruppe unter sich aufteilen. Genau. Ja, dann möchte ich mich herzlich bedanken. Einmal für den Input von Janina.
und auch fürs Zuhören und übergebe dann einfach. Sie sind noch stumm, also ich zumindest höre Sie gerade nicht, was Sie sprechen. Oh, danke für den Hinweis. Jetzt bin ich aber zu verstehen. Richtig? Wunderbar. Ja, auch von mir herzlichen Dank für diesen spannenden Input. Und wir machen weiter mit dem zweiten unter dem Thema Rugs and Tails, Wall Hanging of Tomorrow. Erhalten wir einen kurzen Einblick von Jenny Bese. Guten Morgen. Also ich bin direkt auf dem Festival in Berlin und da ist auch unsere Installation. Und ich teile gern den Bildschirm, dass alle, die nicht in Berlin sind, einen ganz kleinen Eindruck bekommen. Das ist tatsächlich unter Live-Umständen aufgenommen. Das ist das Licht gestern beim Aufbau. Passt aber ganz schön eigentlich zu unserer Arbeit. Ich spreche heute für Joanna Dauner und eben für mich selbst. Wir beide sind, würden wir wahrscheinlich sagen, in erster Profession Gestalterinnen und aber gleichzeitig Professorin für Kommunikationsdesign an der HTW in Dresden. Und das, wozu oder die Installation, zu der wir heute oder die nächsten zwei Tage einladen, ist einerseits eine quasi künstlerische Reaktion auf eine Symposiumsreihe, wo wir Teil sind. Das ist ein Open Campus Format der IF Design Foundation, die in Zusammenarbeit mit der neuen Sammlung in München seit 2023 und die Serie läuft bis 2025, Symposien veranstaltet unter dem Thema neue oder Impulse für ein neues Curriculum, Designing Design Education. Und das ist ja, das ist etwas, was, worum sich Designer eigentlich meistens nicht kümmern. Sie kümmern sich eben ums Design, aber nicht so sehr um die eigentlich das, was vielleicht auch hochschulpolitisch und hochschulpädagogisch die Rahmenbedingungen ja auch gestaltet und das als Gestaltungsprozess aber zu verstehen und für das 21. Jahrhundert eben neue Impulse zu setzen. Das ist das, was die IF Foundation sich vorgenommen hat. Und wir sind Teil von diesem Symposium und es sind bisher drei Symposien gelaufen. Das erste war Learning and Teaching Sciences, dann kam Persönlichkeitsentwicklung und Personal Growth und künstliche Intelligenz und jetzt im nächsten Jahr laufen Leadership für Nachhaltigkeit und Public Value, Innovation und Kreativität. Und unsere Arbeit werden 6 Teppiche sein, die interaktiv sind. Das heißt, man kann sie berühren und durch die Berührung, also da, wo die Leuchtdioden sind, wird dann Sound abgespielt, den man über die Kopfhörer hören kann. Und der Sound, der zu hören ist, sind kleine Auszüge aus den Symposiumsbeiträgen. Und die typografische Ebene bezieht sich eben dann jeweils auf den Inhalt. Und dieser erste Teppich, der jetzt hier hängt, Talent ist überbewertet, bezieht sich auf das erste Symposium, das sich um Learning and Teaching Sciences dreht und wir wollen eigentlich mit den Teppichen einerseits ins Gespräch vor allen Dingen kommen, andererseits unsere Reaktion eben auf die Symposium, womit wir uns auseinandersetzen, damit also eine Verbindung herstellen. Und was wir vor allen Dingen jetzt aber für das Tales of Tomorrow, für das Future Festival entwickelt haben, ist, dass dann, wenn ich mit dem Talk fertig bin, wir hier im Festsaal unsere Tafting-Station, mit der der Teppich geknüpft wird, aufbauen und wir alle gemeinsam oder wir alle Teilnehmer einladen wollen, gemeinsam den Tales of Tomorrow zu knüpfen. Also man kann es selber ausprobieren, einen Teppich zu knüpfen.
Er wird dann hier stehen und das Wichtige für uns ist aber vor allen Dingen ins Gespräch über unsere Themen zu kommen und uns Details vom Festival, während wir knüpfen, gemeinsam auch, in den Austausch zu gehen. Also ich hoffe, wir sehen uns nachher. Der Teppich leuchtet, wir können uns eigentlich nicht verfehlen. Vielen Dank. Wunderbar, vielen, vielen Dank schon mal an Frau Bäse an dieser Stelle. Eine sehr schöne und kreative Idee. Ich bin sehr gespannt dann auf den University Future Teppich mit den Tales of Tomorrow. Also große Einladung an alle, die halt in Berlin vor Ort sind, sich das auf jeden Fall anzuschauen. Wunderbar. So, und kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar unter dem Titel Things That Happen, The Pitfalls of the Ordinary, hat das Team von Pitfalls of the Ordinary was vorbereitet und es startet Lisa Schöllhammer. Hallo von unserer Seite, wir sind ein größeres Team hier drin, ihr seht drei Bildschirme von uns. Ja. Wir wollten starten mit einem Clip und zwar haben wir Clips gemacht zu Alltagsdiskriminierung. Wir wollten einfach direkt starten mit einem Clip und dann erklären, um was es ging. Insgesamt sind 26, 27 Clips entstanden, nur so als Einordnung. Moment, ich glaube, ich teile, ne? Ja. Weil sonst... So, seht ihr was? Ja. Schwarz. For me. That's a nice fish. So, ich denke, also, wie ihr immer seht jetzt, also ihr habt das Video gesehen, hoffe ich. Ein Nicken ist gut, prima. Ja, also es ging darum an der Uni Stuttgart, wir haben 20.000 Studierende, wir sind technisch ausgerichtete Uni. Und wie es ist, wenn viele Leute zusammenkommen in einer Gemeinschaft, um was zu machen, kann auch Diskriminierung passieren. Und wir wollten uns auch diese Diskriminierung, wir wollten uns die Diskriminierung anschauen, die im Alltag passiert, die einfach immer wieder auftritt. Ja, und wir wollten die sichtbar machen, weil es tatsächlich an der Uni immer wieder die Idee gibt, wir sind ja die Uni, also hier passiert sowas nicht, doch nicht bei uns, ja? Außer die Leute, die es wirklich erfahren, denken die meisten Leute drumherum, es passiert nicht. Und damit das klarer wird, haben wir angefangen, Interviews zu führen an der Uni, das heißt, echte Geschichten zu erfassen an der Uni. Und die mussten dann aber, ja, wie setzt man die um, wie zeigt man die? Ist das bei euch? Bei uns ist es nicht. So, nochmal. Also, und dann, wir haben versucht, vorher das einzublenden, diese Sachen, und nicht alles ging. Also, wir haben versucht, das umzusetzen, und zum Glück haben wir in die Uni Stuttgart einen Kooperationspartner, der sowas umsetzen kann, die Hochschule für Kommunikation und Gestaltung. Und da würde ich jetzt weitergeben an die Michaela von der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung, die was zu dem ganzen Prozess sagt. Wie setzt man sowas um, dass man Alltagsdiskriminierung zeigt? Okay, dann ganz kurz, weil wir nicht so viel Zeit. Michaela Köhler, Davor Bakara, wir sind Professorinnen an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung. Und das Konzept war, dass oftmals Opfer von Diskriminierung zu Täter stigmatisiert werden. Also am Beispiel von Julian Assange. Und wir haben uns entschieden, das lyrisch umzusetzen, das heißt in Animation. Das bedeutet, dass wir das Medium Illustration und Animation genutzt haben auf der Basis dieser semi-structured Interviews, die wir geführt haben. Wir haben zwei Kurse implementiert, Illustration und Kommunikation zu sein und in einem Semester ungefähr 14 Animationen gemacht. Ihr könnt die hier auch am University
Future Festival in Berlin sehen. Wir haben, und das Interessante war, dass eben am Anfang alle Leute sagen, nein, das betrifft mich nicht. Aber je mehr man hinterfragt, desto mehr kommt eben alles raus, was passiert eben in dieser Situation. Und dieses Medium Animation ist lyrisch und poetisch. Das heißt, wir stigmatisieren keine Opfer, sondern wir regen zum Nachdenken an. Ich gebe gleich weiter zum nächsten, weil wir ja noch mehr Leute hier haben, Team haben. Das heißt, Davor. Also genau, und wir haben quasi die Interviews, es wurden Interviews geführt und die wurden eben transkribiert und aufgrund dieser Texte wurden dann Visualisierungen gemacht. Ein Storyboard wurde erstellt, um dann eben einen Animationsfilm inklusive Sound zu produzieren. Und es ging darum, natürlich mit diesem Medium Animation, mit Bewegtbild, die Leute zu berühren und aufmerksam zu machen. Also ein paar von unseren Studenten haben mit Metaphern gearbeitet, also sozusagen das ganze Gruppendynamik und so weiter in die Tierwelt übersetzt, ein paar Menschen benutzt. Und die Schwierigkeit war natürlich so, dass es nicht zu platt wird, wie bringe ich diese Stories rüber, ohne es quasi eins zu eins zu erzählen, aber eben doch zu berühren und vor allem Aufmerksamkeit zu schaffen, Bewusstsein zu schaffen. Das gibst du weiter. Und genau, dann gebe ich jetzt weiter an Diane noch von Stuttgart. Der Lars. Mein Name ist Lars, ich bin der studentische Vertreter der Fakultät 10 der Universität Stuttgart und ich würde auch noch ein paar Punkte zu den Interviews sagen. Michaela hat es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass man da oftmals so einen interessanten Prozess beobachten konnte, wo Menschen eben, wenn sie erstmals konfrontiert werden mit dem Thema Diskriminierung, sagen, ja gut, das persönlich habe ich das noch nicht so erfahren, ich kenne vielleicht Leute oder ich habe mal irgendwie Fälle gehört, aber dann gerade, wenn man in den Austausch kommt, wenn man darüber redet, wenn man wirklich sich hinsetzt und darüber nachdenkt und wirklich sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzt, dann fallen einem ganz viele Dinge ein und das war super spannend, dort wirklich in den Interviews der Studierenden mit Studierenden der Universität, als auch mit Mitarbeiterinnen der Universität so einen Prozess beobachten zu können, wo man sich dessen einfach deutlich mehr bewusst wird. Und das war auch irgendwie mein zentraler Takeaway von dem Projekt, dass man einfach irgendwie sieht, welche Bedeutung alltägliche Interaktionen haben und welche Tragweite da irgendwie mitschwingt. Und ja, das war was ich mitnehmen konnte und ganz spannend fand. Damit würde ich jetzt an alle übergeben. Ich bin jetzt die Letzte im Bunde und wollte ganz kurz erzählen, wie so die Geschichte war. Wir haben im Sommer 23 hatten wir die Idee. Dann hat Michaela und Dava und die Studis von der Hochschule für Kommunikation haben sich gleich ans Werk gemacht. Wir haben dann einen Schulterblick gehabt im November. Am 30. Januar war der Tag der Toleranz. Da hatten wir eine Vernissage gemacht, hatten eine super Installation gehabt und kam auch schon sehr viel Zuspruch. Und am 1. März, a Day of Zero Discrimination Day, haben wir es dann über die sozialen Medien veröffentlicht, unsere ganze Geschichte. Und dann waren wir am Trickfilmfestival in Stuttgart tatsächlich auch dabei. Und jetzt sind wir hier. Und der Link, um sich alles anzugucken, steht im Chat. Und also das Erfreuliche und das Großartige jetzt an der ganzen Geschichte war tatsächlich, dass sich viele Leute jetzt getraut haben, auch über ihre Geschichten zu sprechen. Und das hat an der Uni Stuttgart auch schon ein bisschen was bewegt und das finden wir toll. So, fertig. Genau, und jetzt wäre die Frage, ob wir noch ein Video zeigen können oder was die Zeit macht. Das sind unsere Moderatorin. Ja, also wir haben noch 7 Minuten verbleibend. Es sind bis jetzt keine großen Fragen aufgetaucht. Dann können wir, glaube ich, gerne die Zeit nutzen, das Video zu schauen, wenn das für alle in Ordnung ist. Super, gerne. Also dann schauen wir nochmal. Ich zeige gerade einfach. Kann ich das nicht zeigen? Das ist doch. Also das mit dem Share-Dings ist echt nicht... Wir haben abgeloadet. Kann vielleicht die Moderatorin den Upload abspielen? Wir haben in die Content Library oder haben wir nur wir Zugriff drauf? Nur Sie Zugriff drauf? Also für Sie persönlich, ich sehe es jetzt zumindest nicht, oder? Wir, okay. Dann versuchen wir. Sieht man das? Ja.
Irgendwas sieht man jetzt, Stripes. Die Stripes sind hier unten. Komm nicht dran, das abzusperren. Die hier, das sieht gut aus. Also wieder noch kein Ton, falls es Ton gibt. Bei dir anschalten. Du musst deinen Ton anschalten. Also. Okay, wir sind dann. Das ist ja nicht. Guck mal dahinter. Ne? Man kommt da nicht hin. An die Leiste. Wir kommen nicht an die Leiste dran. Ich glaube, dass der Ton, man muss ihn nur lauter machen. Wir haben ganz laut gestellt. Ja, auf dem Rechner halt. Ja. Ja. Hört ihr jetzt was? Ihr hört halt von unserem Laptop jetzt. Flügelschlag, hört ihr was? Egal, wichtig ist, schön wäre es, wenn man quasi, man kann sich das online anschauen oder zu uns auf den Stand kommen hier in Berlin. Da sind auch, da ist es auch alles dargestellt. Wir haben noch einen zweiten, den wir noch zeigen können. Ich hätte den mit dem Ring. Den haben wir nicht abgeloadet. Ich auch vollständig, okay. Dann tue ich mal ganz kurz probieren, den, also die Seite, na, wo jetzt auch jeder drauf gehen kann. Das hier ist diese Seite von der Uni Stuttgart, wo auch die ganzen Clips hinterlegt sind, dann als YouTube. Kann man einfach dann anklicken und die verschiedenen Sachen sich anschauen. Zum Beispiel das hier mit diesem, die Regentropfen sind ein echt cooles Video. Ja, wenn man die Werbung nicht schauen muss. Vielleicht können Sie auch einfach den Link nochmal in den Chat. Haben wir schon reingestellt. Ah, wunderbar. Dann kann einfach der Lieber auch nochmal selbst schauen. Super. Also das sind wirklich schöne Sachen entstanden. Ich gebe es einfach nochmal rein in den Chat. So, wunderbar. Dann vielleicht kann man auch noch sagen, dass dieser Creative Space ja bestehen bleibt. Auch da kann man sich verlinken oder anschauen oder alle einzelnen Projekte nochmal anschauen, die wir da veröffentlicht haben. Von allen Teilnehmern jetzt von dem Lightning Talk. Ja, und ich gehe auf jeden Fall nachher vorbei und zum Teppich. Ja, genau.